Auf jeden. Die dunkle Samus. Der dunkle Skin. Auf Hollow Bastion. Nice. Das Match startet erstmal mit einer Skirtle-Kombo. So kenn ich das Gameplay von Rob tatsächlich. Nice. Ivy-Kombos. Let's go. Beziehungsweise Advantage Sticks. Nines mit dem Movement. Wave dasht auf die Plattform. Der F tilt nicht safe von Shield, kann gebackert werden. Die Doppel-Side B. Jetzt will er ihn bestimmt abschießen. Nee, wollte eine High Recovery mit der Forward Air. Covern, was natürlich smart ist, weil die meisten Leute werden jetzt mit dem Schuss rechnen und dann darüber springen wollen. Jo, das war der erste Stock. Sieht gut aus für Warp. Ich kann mir vorstellen, dass er das erste Game gewinnt und dann Nines switcht. Oh, er landet nicht in der Upsmash. Sondern benutzt die Aquaknarre. Sieht sehr gut aus für Warp. Der Lead wird immer größer. Oha, wie weit Ivysaur auch einfach recovern kann mit dem Tether. Einfach so aus der Blastzone an die Ledge. Fast wie Byleth oder so. Okay, aber hier, der Ledge-Trap hat gesessen. Sind sie beide auf 2 Stocks. Nice, down throw into up air gegen Squirtle. Ich wusste ja, dass du das gegen die Heavyweights machen kannst, aber gegen Squirtle geht das auch? Not bad. Ah, okay, da hat er gerade jetzt die Eye ein bisschen anders erwartet, als es dann war. Hat deswegen eine Back Air versucht aus dem Throw. Ne, oder aus dem Down Air Spike oder so. Weiß ich gar nicht mehr. Okay, da wollte Rob, glaube ich, einen Roll weeden. Vielleicht sogar, dass Nines auf ihm landet. Ja, es sind teilweise Chase-Down-Elemente, was man eigentlich gar nicht so kennt von Ivysaur. Okay, ja, der Switch auf Glurak für die Recovery. Ja, der kriegt halt immer die Daumen ab. Das ist so ein gutes Ledge-Trap-Tool von Samus. Und Nines verwendet die auch gut. Keine Kill-Option. Besonders weil Samus so schwer ist. Ivy's Downfall tötet sogar, aber... Okay, ja, das reicht aber. Der Forward-Throw von Charizard, mit Abstand der beste Throw von ihm. Zum Killen. Ah, das sieht gefährlich aus. 97% Squirtle. Ha, okay, aber... Weil die Upsmash passt da auf jeden Fall drunter. Oh, nice. Nice, jetzt kann er den Edge garden vielleicht. Ah, okay. Oh ja, der Pivot Grab von Nines. Der war ziemlich gut. Ah, das Ledge Trapping funktioniert echt extrem gut. Ich bin froh, dass Warp nicht den Charge Blast abkriegt, Bau. Ja, gerade hätte er ihn sogar F-Smashen können, glaube ich. Das reicht. Game 1 geht wahrscheinlich an Nines. Oh, mit dem Charge Blast diesmal. Crazy. Jetzt konnte er ihn so oft avoiden, aber am Ende wurde es dann zu viel. Kaum noch Ressourcen, viel zu weit draußen zum Recovern. Dann kriegt man den auch mal ab. Crazy, dass Nines auch einen Samus hat. Das ist jetzt der 5. Charakter, den ich ihn heute im Bracket spielen sehe. Not bad. Wobei ich ihn gar nicht Snake hab spielen sehen, das assume ich einfach. Er hatte bei Warm-Ups hat er Snake gegen mich gespielt und Refit. So, Game 2. Ich höre Animal Crossing Musik. Sehr ruhige Animal Crossing Musik. The Roost. Also sind wir bestimmt auf Smashville oder Town and City. Ja, okay, ja, Smashville. Ich meine, Smashville ist die Stage, auf der Wob am meisten comfortable ist. Auf der er auch am besten spielt und was am besten läuft für ihn meistens. Und ich hätte jetzt auch gedacht, Samus braucht eher noch ein bisschen Space, um zu zonen. Dass so eine kleine Stage wie Smashville wahrscheinlich nicht ganz so geil ist. Aber Nines überzeugt mich gerade, dass es nicht so ein richtiges Problem zu sein scheint. Oh, gut. Sehr gut recovered, finde ich, von Rob, dass er da den Ledge-Trap avoided hat, indem er die Daumen geparried hat, nicht in die Down-Smash gerollt ist.
Ich forward, er hätte fast getötet, weil Squirtle so leicht ist. Jetzt kommt safe der Switch. Nines lässt sich nicht schießen. Durch die Upbeat, durch die Stage. Oh, der Punish für den Flare Blitz. Ja, wenn man Flare Blitz nicht direkt an die Ledge macht, ist der Move insanely punishable. Ja, Cobra ist einfach weggegangen, deswegen mache ich jetzt irgendwie einfach weiter mit dem Commentary. Ich kann euch ja nicht alleine lassen, Twitch streamen. Aber ich mache vielleicht mal den Stream auf mit der App, dann kann ich sehen, ob jemand was schreibt. Oh, da habe ich gerade Cobra erwähnt, kommt er wieder. Hallo. Niemand hat was geschrieben. Außer Kurumi, der hat darauf geantwortet, was ich geschrieben habe. Also ja, die aktivsten Leute im Twitch-Chat sind gerade Kurumi und ich. Und Kurumi sitzt in der Production, das wissen die Zuschauer vielleicht nicht, aber ich sitze ja hier, das wisst ihr. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Zuschauer gibt, aber bestimmt, bestimmt. Ein paar Leute gucken immer zu. Ja, die Side B an die Ledge. Ich finde, das sieht immer nice aus, wenn Glurak an die Ledge recovered. Oh, die Side B von der Ledge. Let's go. 176A, nice. 176% Squirtle geht für die Combo. Die Combo funktioniert trotz Rage. Aber Samus hat einen ganz guten Killthrow mit dem nach oben. Ich habe mich früher mal gefragt, wie man den dieen muss, aber er standet straight nach oben. Es ist egal. Hauptsache, du entscheidest dich für eine Richtung und bleibst bei der. Hm. Oh, aber Wop zieht richtig an gerade. Am Anfang des Games hat er richtig auf die Fresse bekommen und jetzt spielt er viel besser seitdem und ist super im Comeback-Mode. Ich will so sehr, dass er dieses Game holt. Das wäre so nice. Du kannst ja jetzt für Nines sein, damit wir biased sind und dann ist es wieder fair. Mhm. Ja, Samus, ne? Samus bester Char. Es geht ja um den Spieler, nicht um den Char. Er spielt ja noch 5 andere. Hey, wenn jemand Yoshi spielt, muss ich auch für den sein, sag ich. Okay, ja, okay. Ich kenne dich zwar nicht, aber... Verständlich, verständlich. Wops Verlobte spielt Yoshi. Echt? Ja. Ach was. Gehustheit, Lennart. Ja, easy. Oh, der Backthrow, okay. Der Backthrow. Jetzt kommt der Flame Breath. Ja, da ist er. Oder Flamethrower heißt der, glaube ich. Der F-Throw reicht Payout noch nicht ganz. Payout gibt's übrigens ab der Top 3. Nur kurze Anmerkung. Ach ja, es gibt ja sogar Geld mittlerweile. Es ist jetzt gar nicht mehr Loser's Quarter, sondern Loser's Semifinals übrigens. Also um den vierten Platz. Das heißt, Gewinner kriegt Geld. Oha, der Gewinner kriegt jetzt schon Geld. Wie viel? Der Headshot. Da hat Charizard einen Headshot kassiert von der Back Air. Ich glaube, 5 Euro Port, 20 Leute wären 100 und dann würdest du als dritter Platz 20 Euro kriegen. Wir sind 15, 16 oder so. Also der dritte kriegt ein Fünftel vom Port? Oder wie? 20%, also ja. Ja, ja. Okay, ich verstehe. Und wie viel dann erster und zweiter? 30% und 50%. Ja, okay, ich verstehe. Hm. Genau, so machen wir das. Früher haben wir das noch so gemacht, dass der vierte auch noch was bekommt, aber... Ja, jetzt in Flensburg Yoshi, haben wir... Toffel weiß, was ich meine. Yoshi. Ja, sie ist die Verlobte, über die ich gesprochen habe. Ah, okay, hab, guck mal. Yoshi made. Guck mal, Geschmack. Ja, bei unserem Turnier in Flensburg ist es dann so, dass wir 25 Euro, 15 Euro, 10 Euro haben. Ah ja, okay. Also der Price Pool ist wegen Free Entry, ändert er sich auch nicht. So, Robert jetzt hier mit dem Counterpick. Der Petit wurde von Samus besiegt. Und jetzt sehen wir in Game 3 den Wario. Wario, okay. Ja, die Sache bei Robert ist... Er hat ein echt gutes Combo-Game und er lernt schnell Charaktere und er hat immer mal so, dass er eine Woche lang einen neuen Charakter spielt. Und meistens ist er dann insanely sick mit dem und geht dann irgendwann wieder zurück zu PT. Und Wario ist aber einer... Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es liegt eher daran, dass Wario einfach einer der Charaktere ist, mit denen Rob am meisten Spaß hat. Und die ja am meisten in letzter Zeit auch in Friendlies gespielt hat. Außerdem meinte er oft zu mir, dass er es halt mag, so Charaktere zu spielen, mit denen man halt irgendwie reinrennt und so. Das kann Wario jetzt nicht so übertrieben gut, aber er ist schon so ein spaßiger, schneller Nahkampfcharakter, I guess. Ja. Und bisher sieht es auch gut aus. Also der Wario schlägt sich auch gut, obwohl er, glaube ich, nicht mal aufgewärmt wurde heute. Also ich habe überhaupt schon seit Tagen nicht mehr Wario spielen sehen. Aber leider hat Nines. Ich sag leider, weil ich will, dass Wop gewinnt. ziemlich gute Strings, ja. Er spielt insane gut gerade, was ist das? Die Grabs sitzen, die Follow-ups auf die Grabs sitzen, der Normiger, okay, Nines ist gerade, hat gerade entschieden, dass das Set jetzt endet und geht in den Full Ultra Instinct Mode, holy shit, hast du das gesehen? Wie er die sehr auch so cancelt, den
die Recovery Outfact. Ja, und er drückt echt viele Knöpfe so. Er ist so am Recover, natürlich muss da noch so eine Missile dazu. Die B-Reverses und alles. Und ja, und die, der Effekt zweimal die Sehr Out und so. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, dass er den Charge Blast faked. So, weißt du, wie sah musst du das immer machen, genau, ja, genau. Das ist auch immer geil. Das ist das Einzige, was jetzt noch fehlt. Okay, die AP reicht noch nicht bei 187, weil Samus insanely heavy ist. Oh. Aber das reicht. Das war der erste Stock, ne? Ja, ja, aber jetzt, das war erst der erste von dem Reverse 3 Stock. Oh, ja, also Perry. Ich meine, es ist Wario und er hat gerade Warf bekommen. Er hat gerade Warf bekommen. Ah, der macht das aber auch gut, ne? Also ich meine, er schildert das gut, also dass er da rausgekommen ist. Die Sache ist, ich glaube, die Warf Confirms sind echt schwierig. Ich bin der Meinung, früher waren die machbar, einfach up till down wieder, dann wurde das genervt. Up till, ja. Sind sie schwieriger. Du musst halt Landing Up Air oder Up Tilt Daumi machen, das ist wohl schwierig und klappt nicht immer. Und Warp spielt halt eigentlich Petit, deswegen weiß ich nicht, ob wir sowas sehen werden hier. Man sieht das halt so oft, weil man immer Glutuni zuguckt oder so, aber der ist halt auch insane. Ja, tatsächlich hat Up Tilt Warp connected, aber ich glaube, es war der Weak Spot und deswegen hat es nicht gekillt. Er muss jetzt irgendwie den Kill bekommen und dann muss er ein paar Bikes fressen, glaube ich. Ja, aber die Up-Beam ist schon super beschissen für ihn gerade, weil er jetzt so weit oben ist. Oh. 144% Wario, der 0-2 hinten liegt, hat nichts zu verlieren. Oh, der Tag wurde gemisst, ist auch bei den Multi-Hits tricky ein bisschen. Aber jetzt will er ihn absmashen. Ich dachte, er absmasht ihn, aber es wird gebufft. Die Upsmash von Samus? Ja. Ja, okay. Irgendwann mal, vor ein paar Jahren, ne? Hä, war's das? Ja,